Die Rückkehr zur Normalität erfolgt in kleinen Raten. Im Münzzuschlag bedeutet das ganz konkret, dass wir zunächst einmal die Kinderspielplätze wieder öffnen können. Wir mussten sie ja schließen. Ab 1. Mai stehen die Kinderspielplätze wieder zur Verfügung. Eine andere Geschichte sind die Parkplätze. Da bitte wäre zu beachten, dass auch die Kurzparkzonen, die gebührenpflichtigen Kurzparkzonen vor allem, überwacht werden. Also bitte schauen Sie wieder darauf, dass Sie ein Ticket lösen. Wenn Sie ins Parkhaus fahren, müssen Sie für das Ausfahrticket eben die Gebühr bezahlen. Das ist eine wesentliche Änderung. Und ansonsten eben gilt weiterhin Abstand zu halten. Unter diesen Voraussetzungen können wir auch dann den Parteienverkehr im Gemeindeamt ab Mitte Mai wieder starten, eingeschränkt, aber Sie können alle Dinge erledigen bei uns im Haus. Die Bücherei wird geöffnet und immer wieder wird es Neuerungen geben, die Sie am besten auf unserer Homepage mit Zuschlag.at lesen können. Sie wird ständig gewartet und bietet aktuelle Informationen. Das Leben nähert sich wieder seinem Normalzustand. Es ist Zeit, darüber nachzudenken, was man aus der Krise Positives mitnehmen könnte. Das Besondere ist schon, dieses plötzliche und schnelle Bereitsein, zusammenzuhalten, zusammenzurücken. Einkäufe hat man für Nachbarn erledigt, es haben sich Gruppen gebildet, gemeinsam für Mürzzuschlag. Mürz macht Info, eine ganz tolle Sache, gemeinsam mit dem Verein Mürz aktiv, haben sich Geschäfte gefunden, die Zustellservice angeboten haben. Also wo es immer geht, hat man eben diesen Zusammenhalt nicht nur besprochen, sondern auch gelebt. Und es ist ein schönes Wir-Gefühl entstanden. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir das ein oder andere konstruktive gemeinsam vorangehen, uns auch bewahren können für die Zeit, die jetzt kommt und auch die noch dann natürlich ein bisschen später die Normalität wieder sein wird. Und auch in das öffentliche Leben kommt wieder mehr Bewegung. Am 19. Mai wird eine Gemeinderatssitzung diesmal im Stadtsaal abgehalten. Jeder Gemeinderat wird an einem eigenen Tisch sitzen. Wir werden eben hier natürlich auch den Abstand einhalten und das öffentliche Leben beginnt ganz einfach wieder. Auch die Schulen nehmen den Betrieb auf, speziell Gymnasium und Hack. Die Oberstufen müssen für die Matura-Prüfungen Vorbereitungen treffen. Und hier ergibt sich auch noch die Möglichkeit, dass wir von unseren Mundschutzmasken, die uns unsere Partnerstadt aus China gespendet hat, entsprechend ausreichende Exemplare an die Schulen übergeben. Grundsätzlich sollen die Schülerinnen und Schüler selber Mundschutz mitbringen. Wenn sie es aber nicht zur Verfügung haben, dann wird das eben auch von der Stadt für die Schulen bereitgestellt. Auch den Pflichtschulen werden wir Masken zur Verfügung stellen. Also damit kommen wir auch dort ein Stück weiter in das sogenannte normale Leben. Die Geschäfte werden aufmachen. Schön langsam wird es auch wieder Veranstaltungen geben, Sportmöglichkeiten. Und ich hoffe, dass wir im Laufe des Jahres und spätestens im Herbst doch wieder ähnliche Situationen haben wie vor der sogenannten Corona-Krise.